Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine Idee vorstellen, eine Upcycling-Idee, die wahrscheinlich auch schon viele kennen. Das ist ja Deko aus Blechdose. Hab ganz normale Blechdose schon leer gegessen, ausgewaschen natürlich, weiß gestrichen mit Acrylfarbe. Und habe ich die dann danach mit Serviette beklebt. Wenn natürlich weiß gestrichen ist, dann ist das viel besser. Dann schimmert zum Beispiel so diese Buchstaben sowas nicht. Von unten auch komplett beklebt. Und dann habe ich mir bei eBay solche Bildchen gekauft. Die gibt es da. Verschiedene Motive, das ist ja je nach Geschmack. Habe ich die dann kopiert, also es sind nicht Originale, die ich hier geklebt habe, sondern Kopien, weil Papier ist dann auch viel dünner und man kann das auch viel besser kleben, weil das hier, das ist ja schon Papier ziemlich dick, so ein bisschen kartonmäßig sozusagen, und dann ist das viel steifer, finde ich nicht so gut zum Kleben. Auf jeden Fall habe ich Kopien gemacht und die dann drauf geklebt, aber nicht mit Kleber, sondern mit doppelseitigem Klebeband. Weil dann finde ich, ist das besser, also gefällt mir persönlich zum Beispiel besser, weil kommt hier kein Kleber raus und es klebt dann auch richtig schön hier drauf. Keine Blasen und gar nichts. Und zum Schluss habe ich die dann dekoriert, so mit Spitzenborde zum Beispiel hier, mit Halbperlen und Blümchen und Schleifchen, was man alle so zu Hause hat oder irgendwo kaufen kann. Finde ich die Idee eigentlich ganz schön. Man kann auch schöne Sachen aufbewahren oder man kann die auch verschenken oder fürs Kinderzimmer oder fürs Badezimmer. Eigentlich passt das ja für viele Sachen. Und ja, dann ist es ja schon sozusagen mein Video fertig. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Man muss natürlich nicht immer alles wegschmeißen. Man kann das ja auch schön weiterverwerten. Finde ich auch super. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.